Belek, bitte. Komm zurück zum Rat mit mir. Wir können das regeln, wie vernünftige Männer. Vernünftige Männer paktieren nicht mit Templern, Bursche. Das wird eine harte Nummer. Das wird eine harte Nummer. Obwohl, geht's so. Du enttäuscht mich, Pisspot. Na, vielleicht doch. Na, komm. Steh auf. Ich habe keinen Schmetterschlag, was ziemlich doof ist. Und jetzt soll ich ihn töten? Ein sturer kleiner Bock bist du, oder? So sagt man. Friss meine Knarre! Schwächling! Erstmal hier blocken und zack! Tja, ich konnte dich noch nie leiden. Pisspot! Wirklich? Ich meine, langsam müsstest du doch wissen, dass ich mehr bin als das. Ich hatte Hoffnung für dich. Ich dachte, du könntest selbstständig denken. Ich kann, Belek. Öffne die Augen, Bursche! Ich sah, wie Templer ganze Dörfer abschlachten ließen, nur um einen zu töten. Einen Assassinen. Sag mir, bei deiner enormen Erfahrung, was hast du gesehen? Ich sah, wie der Großmeister des Templerordens einen verängstigten Waisen aufnahm und wie einen Sohn großzog. Du hast da was im Gesicht. Dein Vater würde sich schämen. Oh nein, die Blendnummer. Na gut, dann mache ich sowas hier. Was sagst du jetzt? Du machst mir das Leben schwer, was? Arno! Alles gut. Bleib da. Ich hätte dich in der Bastille verrotten lassen sollen. Sag mir, hast du jemals an das Credo geglaubt? Oder warst du schon immer ein verräterischer Templerfreund? So muss die Sache doch nicht enden, Belle. Du bist es, der es so enden lässt. Würdest du verstehen? Wir könnten die Bruderschaft so weit bringen, wie wir es seit 200 Jahren nicht gesehen haben. Ja, jeden zu töten, der nicht deiner Meinung ist, ist die beste Art, sich aus der Asche zu erheben. Du spinnst doch. Okay, Moment, Moment. Wo finde ich ihn? Ich will eigentlich hier rüberspringen, aber Arno will es nicht. Arno? Arno? Gut, dann eben so. Komm schon. Ich denke, der ist irgendwo oben. Ich sehe ihn nicht. Gerissener Hund. Wo ist der nur hin? Kann ihn irgendjemand sehen? Wo bist du nur? Wo bist du nur, Kumpel? Pass auf! So. Ist des Pudels Kern. Nicht Mirobo hat deinen Verstand vergiftet, sie war's. Sie ist das letzte Teil dieses verdammten Wahnsinns. Belek. Dafür wirst du mir danken. Eines Tages. Ah, der wollte sie töten. Ah, vielleicht hat er in diesem Punkt recht. Komm schon, beenden wir es. Ich will's eigentlich gar nicht. Wenn du nur eine Unze Überzeugung besitzt und nicht nur ein liebes toller Milchbubi bist, tötest du mich jetzt.
denn ich höre nicht auf. Ich töte sie. Zur Rettung der Bruderschaft würde ich Paris abfackeln. Merci, mon ami. Du sollst doch heil zu deinem Sohn zurückkehren, nicht wahr, Pisspot? Was hast du verloren? Na. Gott verdamm mich. Dann wollt ihr es durchziehen? Euer Protégé bürgt für sie. Vertraut ihr ihm nicht? Bis zum Tod, doch ich traue dem Weib nicht. Kann ich euch nicht überzeugen? Ich fürchte nicht. Dachte ich mir. Chen. Chen. Repos en paix. Repos en paix. Verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bischof, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monat. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergo segmentierten Daten rumschnüffeln, ohne Staub aufzuwirbeln. Wir haben nicht nur geschnüffelt. Wir haben Daten gestohlen, Vorläuferproben zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Ach, wieder eine Brücke. Gut. Mein Trainer ist tot. Ein Mann mit Überzeugung. Ja, auf der einen Seite auch ein bisschen schade. Ich meine, er war schon in Ordnung so, aber... Ich weiß auch nicht. Man konnte einfach zu ihm auch keine emotionale Bindung aufbauen. Fiel ein bisschen schwer. Jetzt ist halt die Frage, wer als nächstes und wer ist noch in die ganze Sache involviert? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Hoffentlich. Okay, warte, ich muss noch ein bisschen höher und dann springen wir rein. Da wären wir wieder. Zurück im alten, ungeordneten Code. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Das Portal über dir. Ein paar hundert Meter. Ein paar hundert Meter. Bin ich im Ersten Weltkrieg? Oder im Zweiten? Der Zweite. 44. Schon am Ende. Okay, du darfst nicht lange hier bleiben. Unvollendete Erinnerungen sind zu gefährlich. Du musst einen Ausgang finden. Okay, wie komme ich hier raus? So gut es geht. Wohin, 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 wohin? Mädchen. Eiffelturm? Eiffelturm. Ein paar hundert Meter, was? Alles klar. Autsch! Ich muss aus dem Lichtkegel raus. Da hinten hört man die Deutschen. Schreien wir Deutschen wirklich immer so rum? Okay, mal hier lang. Wow, 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 wow. Ah, no. Ah, komm rüber.
Na, verflucht! Geister-Nazis und Heilung. Okay, weiter nach oben. Immer weiter nach oben. Das ist noch ein weiter Weg. Wir müssen bis an die Spitze. Ach, komm schon. Verdammt ich doch. Strom. Oh. Ich dachte schon, wir fallen runter. Na, komm hier hin. Nimm die Leiter, mein Sohn. Nimm sie. Wo warst du, als sie sie bauten? Die Leiter zum Himmel. Oh, cool. Das ist ja mal cool. Jetzt bin ich voll dabei. Okay, okay. Komm, den haben wir gleich. Schon irgendwie cool. Eine Assassine an einem MG. Dass ich sowas noch erleben darf. Aber ich könnte mir Assassin's Creed auch ganz gut im Zweiten Weltkrieg vorstellen. Bestimmt kennen einige das Spiel Saboteur. So in die Richtung würde ich es irgendwie dann mir vorstellen mit Assassin's Creed. Na, du bist gut. Ich muss klettern. Du sitzt irgendwo auf deinem Bürostuhl. Und natürlich wieder Blitze. Und Regen. Ich bin beinahe zurück. Geister-Nazis. Die Karten spielen. Noch einen Jäger runterholen? Na, meinetwegen. Okay, hier sind zwei. Komm schon. Erstmal Fokus hier auf den einen. Der ist so gut wie weg. Oh, meine Güte. Wenn die feuern, kannst du nicht angreifen. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Hier drüben. Alles klar. Ja, schon so gut wie erledigt. Okidoki. Und weiter nach oben mit uns. Tja, bis zur Spitze ist es wirklich ein verdammt weiter Weg. Ich will dich nicht nervös machen, aber das Portal ist äußerst instabil. Verdammt, es ist weg. Mach weiter, wir können es wieder öffnen. Jetzt aber bitte Beeilung. Das reicht, du musst springen. Okay.
Die war cool. Moment, da will ich nicht hin. Da will ich auch nicht hin, sondern ich will zur Bewertung. So. Und voilà, wir sind zurück. Danke, Deacon. Lass uns diese Transfers auf ein Minimum beschränken, okay? Hey, das liegt einzig und allein an deinem Novizen, mein Freund. Schließlich hinterlasse ich nicht so viele digitale Fußabdrücke in Paris, dass man sie für kleine Hundehäufchen halten könnte. Notiert. Wir rufen dich, wenn wir dich brauchen.